Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video der Adventskalender am 13. Dezember. Wir haben es, Moment, 7.22 Uhr. Es ist früh, aber nicht ganz so früh wie in den letzten Tagen. Aber draußen ist es halt noch komplett dunkel. Genau, heute nur mit mir alleine. Klärchen ist seit gestern Abend bei Jens. Der muss wieder arbeiten. Und da Linus ein bisschen Bespaßung braucht und ja, jemanden bei sich haben muss, ist Klärchen einfach da drüben. Genau. Gut, wir fangen an und zwar fangen wir heute an mit Essi Nummer 13. Oh, Uli, ein roter Lack. das ist Forever Yummy, die 57. Und der sieht so aus und der ist voll schön. Der gefällt mir extrem gut. Das ist kein so ein quietschiges Rot, das ist ein dunkles Rot mit einem Brauneinschlag. Bei euch kommt das ein bisschen anders rüber. Ich mache ja nachher noch wieder Bilder für Instagram, falls ihr mir dann nicht folgt, macht das gerne. Und dann seht ihr da auch die Farbe ein bisschen besser. Also ich finde den großartig und freue mich darüber. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann machen wir mal gleich weiter mit Sarah. Aber heute ein Schaukelpferd drauf. Es fühlt sich verdächtig auch nach irgendeiner Flasche an, also Nagellack, Nagelöl, irgendwie sowas. Wir machen das mal auf. Hast du dich mit Essie abgesprochen? Das ist auch ein Nagellack. Nailberry, Paris oder Paris, London, L'Occitane. Ich kenne die Marke nicht, keine Ahnung, aber es ist auch ein wunderschönes Rot. Die sind sich ziemlich ähnlich, aber ich werde sie auf jeden Fall weiter probieren. Das finde ich eine ganz elegante Flasche. Die ist total flach, total schön. Hat sie irgendwie noch eine Farbzähne? Das sieht man ganz, ganz schlecht. Moment, mal gucken. Ja, Strawberry. Kann ich nicht lesen. Strawberry I am, glaube ich, heißt es. Ich kann es nicht lesen. Ich mache nachher ein Foto, aber ihr werdet auch nichts erkennen können. Oder vielleicht doch. Ja, auf jeden Fall cool. Vielen, vielen Dank, Sarah. Ich freue mich aufs Ausprobieren. Ich habe gestern beim Putzen mir hier ordentlich den schon ramponiert. Und überlege, ob ich es nachher neu mache und dann den gleich drauf mache. Wir gucken mal. Moment. Entschuldigung. So, dann haben wir Uli. Könnte eine Tuchmaske sein. Fässt sich zumindest so an. Oh, das hat sie nicht allzu doll zugeklebt. Komm da also immer so ran. Oh, ja. Von The Mask Doctor. Eine Kollagen- Plant-based Face Cheat Mask. Jetzt haben wir es. Firming and Plumping. The Mask Doctor, das bekommt man bei Action. Und die bin ich neuest drum geschlichen und habe sie mir nicht mitgenommen. Jetzt kann ich sie ausprobieren. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank, liebe Uli. Auch dafür. So, und dann kommen wir zu meinem Freund Rituals. Ups. So, da ist er. So, und jetzt suchen wir mal die Nummer 13. Ach, hier neben gleich. Neben der 12, die 13. Ist ja auch nett. Das ist ein großes Fächlein. Ich öffne. Oh. Moment. Wir gucken sofort. Oh. Das ist eine Flasche. The Ritual of Karma, das Chower Gel. Das sieht voll schön aus. Ich mag ja diese türkise Verpackung. Und jetzt muss ich einmal dran riechen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das nehme ich mit in den Urlaub. Nächstes Jahr, wenn wir die paar Tage da wegfahren. Oh mein Gott. Also, da wünsche ich mir jetzt noch die Bodylotion von drin. Also, das wäre... Oh mein Gott. Also, ist schon geil. Also, The Ritual of Karma, das Shower Gel. Ja.
Mit was ist denn das? Holy Lotus and Organic White Tea. Sehr, sehr cool. Freue ich mich drüber. So, und dann kommen wir noch mal schnell zu Bolea. Und haben wir es auch für heute wieder geschafft. Die 13 ist hier ganz unten. Einen Moment. Ich konnte schon erkennen, was es ist. Moment. Und zwar Balea Duschsalzpeeling. Magic in the Air reinigt und peelt mit natürlichem Meersalz. Das finde ich gut. Steht hier hinten drauf, nach was es riecht. Duftkomposition aus Vanille, Kokos und Pistazie. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das werde ich demnächst dann auch gleich probieren. Also richtig, richtig cool. Ja, was für eine schöne Ausbeute heute. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid bei Eurofoxy.